Rico, wir treffen uns bei Wies Elektra. Das klang zwar nicht sehr ausführlich, aber doch nach einem Plan. Und damit willkommen zurück zu Just Cause 3. Ihr seht hier auf der Map gerade, dass ich so ein kleines bisschen mir noch Zeit genommen habe, hier die verschiedenen Punkte einzunehmen. Unter anderem hier Feno haben wir komplett eingenommen und darüber hinaus Lakos und hier Aspera habe ich eigentlich auch komplett eingenommen, aber irgendwie wurde das nicht gespeichert. Komisch, ich hatte diese Provinz eigentlich eingenommen. Naja, wie dem auch sei, da wird dann die nächste Mission sein, nach dieser hier. Dort werden wir uns jetzt hinbegeben und die Mission werden wir jetzt spielen. Ja, wir spielen erstmal mit unserem Sportwagen, aber nee, das... so gefällt es mir mehr. Ohne Sportwagen gleich. Denn, so muss man sich an eine gewisse Route halten. Aber wenn man das Teil hier fachgerecht erstmal irgendwohin abstellt, dann kann man hier natürlich auch ohne Fahrzeug direkt rüberfliegen. Und wir werden jetzt das Geheimnis von Wies Elektra ergründen. Ich kann euch aber auch versprechen, das Lager, was wir nach dieser Mission befreien müssen, für die nächste, das zu erobern, das ist schon ziemlich schwer. Das war das Lager, das ich gerade angesprochen habe und ja, blöd, dass es nicht gespeichert wurde. Vielleicht ist es auch so beabsichtigt, dass man es nochmal nach dieser Mission spielt. Also, los geht's. Okay. Ich verstehe. Wenn man berücksichtigt, dass... Oh. Nach meiner Berechnung enden die Kabel von Wies Elektra irgendwo da drüben. Da ist ein Energieknoten für General Dirabellos HSW. Zerstör ihn, dann können wir die Waffe vielleicht abschalten. Wird mir ein Vergnügen sein. Viel Glück. Das viel Glück klang ja wirklich sehr empathisch. Viel Glück. Aber bitte störe mich ab jetzt nicht mehr. Ja, das Geheimnis von Wies Elektra. Jetzt ergründen wir es. Irgendwo dort enden die Kabel. Und ich schau mal, ist das exakt dort? Na hier. Oder Moment, habe ich vielleicht Fort Alessa eingenommen? Jetzt? Ach Moment, ich habe das Silo eingenommen. Ich hatte das hier gar nicht eingenommen, den Kontrollturm. Okay, okay. Also ich hatte das Silo eingenommen. Deswegen kam gerade ein bisschen Verwirrung bei mir, weil ich habe Sima Leon gelesen und habe gedacht, okay, das hast du doch eigentlich schon eingenommen. Okay, okay, mein Fehler. Jetzt geht's nochmal hier rüber. Folge den Rohren, Rico. Das machen wir. Na, irgendwo noch ein Spot für den Greifhaken? Ja. Irgendwo auf der anderen Seite geht's weiter. Ach, hier oben. Und wo jetzt? Ich gehe mal davon aus, dass es weiter geradeaus geht, aber... Da haben wir sie ja, die Rohre. Ah, Mann. Er öffnet den Wingsuit aber auch echt 5 Sekunden später, nachdem ich schon gedrückt hatte. So, jetzt aber. Und da hinten kommen sie wieder raus, die Rohre. Was passiert, wenn diese Rohre auslaufen, Dima? Zerstörung von Kommandoknoten deaktiviert Raketen, die Chimalion schützen. Dann betreten wir die Basis und hacken die militärische Kommandokonsole. Aber ganz ehrlich, diese eine Station, die ich nicht einnehmen konnte, die ist wirklich so schwer einzunehmen. Das ist wirklich richtig, richtig heftig. Ihr werdet noch sehen, was da kommt. Ich möchte da nicht zu viel verraten. Keine Rohre mehr. Aber hier sind Boote. Hi. Euer Schiff brennt, so als kleiner Hinweis. Okay, die müssen wir wahrscheinlich auch ausschalten. Wir sind aber noch zu weit weg. Aber
fahren die denn hin? Wo legen die denn an? Ah, Moment, dann fliegen wir halt rüber. So, da sind sie jetzt. Ich nutze einfach den Raketenwerfer. Oh. Mann, schon wieder daneben. Und jetzt biegen die gerade um, aber trotzdem, wir haben sie erwischt. Wo fährt der denn jetzt hin? Wehe, er beschädigt die Rohre. Okay, gut. Die können nicht beschädigt werden. Huh. Im Visier der Obrigkeit. Wo sind die denn jetzt? Die zwei Typen, die da im Wasser schwimmen, die haben andere Probleme. Ah. Okay, das wird jetzt echt interessant. Warte kurz, Rico. Ich hacke das Tor für dich. So, du bist drin. Folge den Rohren, Rico. Ich wollte schon ein bisschen Sprengstoff nutzen. Na komm schon, schwimm weiter. Sehr gut. Okay, gut. Gerade so noch geschafft. Kann man sich auch unter Wasser mit dem Enterhaken weiter bewegen? Nee, wäre auch ein bisschen blöd. Okay, jetzt aber erstmal unauffällig sein. Was ist denn jetzt passiert? Okay. Obwohl, hier ist noch niemand. Was haben wir hier denn? Lediglich Müll. Oh. Freunde von Diadema? Freunde? Nein, keine Zeit. Kollegen vielleicht. Okay. Ah, gut, Rico. Der Energieknoten müsste im nächsten Raum sein. Da wären wir. Zerstör alles. Ich kümmere mich um die HSW und mache sie unbrauchbar. Mit Vergnügen. Okay, eigentlich sollte ich hier nicht sein. Aber die haben noch nichts dagegen, wenn ich den Enterhaken benutze. Okay, jetzt aber. Komm schon. Ich ignoriere jetzt einfach den Feindbeschuss. Wo befinden wir uns denn jetzt gerade? In der Nähe vom Kontrollturm tatsächlich. HSW ist deaktiviert. Die Rebellion kann die Kommandobasis von Chimaleon jetzt betreten. Ah, dort. Schnellerer Ausgang. Okay, wir haben gehört, wir können jetzt eventuell Chimaleon betreten. Ich bin mir ganz sicher, dass ich da in einer Region war, wo ich nicht hätte sein dürfen und dass es deswegen so extrem schwer war. Du Mistkerl, dich bringe ich mit einem Kopfschuss um. Wo ist jetzt ein schnellerer Ausgang? Das habe ich nicht mitbekommen. Verlasse die Höhle. Hier vielleicht. Oh, wo sind wir hier denn? Ah, sehr cool. Also Leute, das Geheimnis ist gelüftet. Und jetzt müssen wir hier, wir schauen auf die Minimap, den Kontrollturm einnehmen. Das ist richtig heftig. Das ist wirklich nicht unbedingt so easy. Zeit, dass du die örtliche Hauptbasis zerstörst. Chimaleon. Ja, das machen wir.
Ich hoffe, dass jetzt der schlimmste Teil weg ist, denn was so heftig an dieser Basis war, war der Luftbeschuss. Und das waren, glaube ich, die ASWs, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ah, da hinten haben wir ein Zufallsereignis. Ja, das ignorieren wir mal für den Moment. Es gibt gerade Wichtigeres zu tun. Dima hat uns ja auch darauf hingewiesen, dass es Zeit wäre, hier diese Basis jetzt einzunehmen. Diese riesige, riesige Basis. Und hier seht ihr es schon. Bisschen ist schon kaputt gemacht. Und ich hoffe, jetzt kommen tatsächlich diese ASWs nicht. Denn dann wird es etwas erträglich hier. Ansonsten wird es echt übel. Ich geh mal hier runter. Wo ist denn der Scharfschütze hier hin? Hier war doch einer. Da ist noch einer. Hi. Nehme ich mal sein Scharfschützengewehr auf. Ja. No-Scopen geht nicht in Just Cause. Finde ich gut. Wenn es Multiplayer hätte, würde ich ihn spielen. Du bist das. Und dahinter kommen noch welche. Oh oh, ich verliere Leben. Die Typen scheinen echt gut gepanzert zu sein. So viel Schuss haben nicht ausgereicht, um die Kerle zu killen. Ah, da oben müssen wir auch nochmal hin. Ja, dann könnte ich eigentlich direkt auf den Turm. Ja, ihr seht's, auf dieser Seite gibt es auch nochmal Sachen zu zerstören. Und hier haben wir sie noch nicht kaputt gemacht. Autsch. Dover Scharfschütze. Er lebt immer noch. Sind die nicht explosiv? Na gut, dann halt so. Autsch. Hier gibt es jetzt noch mal Waffen zum Aufheben. Ja, erstmal ein paar Feinde. Bam, Nahkampf. Einfach mal mit der Schulter getötet. Tod durch Schulter. Okay, dann müssen die Waffen noch einen Moment warten auf uns. Na komm, ich verschieße hier mal mit der Waffe alles. Und dann wechsle ich die. Einfach auf alles Explosive schießen. So, und hier. Abwechslung ist gut. Nach dem Motto leben wir gerade auch. Oh Mann, 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 Mann. Feinde sind nicht so gut. Aber die Waffe hat eine echt gute Präzision. Muss man ihr lassen. Also wenn ihr ohne die vorige Mission hier reingeht, dann ist es echt schrecklich, denn es kommt durchgehend Luftangriffe und ihr könnt quasi gar nicht überleben. Ich glaube, dass es sogar so geskriptet ist, dass ihr nicht überlebt. Irgendwann kommt wirklich einer und killt euch, egal was ihr macht. Ich werfe ein bisschen Luftunterstützung. Da kommt eine Granate. Vier gekillt. Sauber. Und hier gleich die nächste aufheben. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Erstmal du. Tut mir leid, lieber Transformator. Oh. Hi. Ganz in der Nähe gewesen, hatte ich gar nicht gesehen. Jetzt kommen die schweren Geschütze. Schwere Geschütze? Hoffentlich auf unserer Seite. Ach je, Panzer. Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Ganz kurz hier hoch. Oh nein. Das ist es. Das ist das, was mich die ganze Zeit hier gekillt hat. Zumindest dieselbe Zielerfassung. Aber ich glaube, das, was mich damals gekillt hatte, das war noch wesentlich schlimmer.
Komm schon jetzt. Hacken und dann killen wir den Heli. Sauber. Nein! Okay, Helikopter zerstört. Aber ich glaube, da sind irgendwo Flugzeuge, die da die ganze Zeit irgendwelche Bomben fallen lassen. Da ist ein gepanzertes Fahrzeug. Kann ich da hoch? Jawoll! Das klappt. Dann brauche ich mir um Panzer keine Sorgen mehr zu machen. Zumindest für die nächsten paar Momente. Also das Sturmgewehr hier gefällt mir echt gut. Die U39. Die hat echt eine geringe Streuung. Und dadurch kannst du verdammt präzise schießen. Oh, hier einfach alles mal kaputt machen. Sind wir jetzt auf dem Dach? Tatsache. Ach, du lebst immer noch. Einfach nein. Hier kann man auch reinschießen. Oh ja. Ja, das ist auch cool. Die ganze Welt ist quasi so, dass sie dir ein gewisses Feedback gibt, ja. Macht das Spiel wesentlich glaubwürdiger. Ist jetzt natürlich blöd, wenn man bei Just Cause von glaubwürdig redet, denn ja, es ist ein Actionkracher schlechthin. Davon könnte selbst Michael Bay nur träumen, aber ich meine ja nur eine Open World, die muss nicht unbedingt realistisch sein, sondern sie muss authentisch sein. Und eben das ist hier ganz gut dadurch gelungen. Ja, oder auch hier die Lampen. Da unten ist ein Luftabwehrgeschütz. So, was haben wir denn noch zu zerstören? Wegpunkt löschen. Unmittelbar hinter uns dürfte noch was sein. Okay, das Luftabwehrgeschütz da gehört uns. Auf geht's zum nächsten. Unten gibt es noch was zu zerstören. Und zwar noch eine ganze Menge. Ich finde auch die umherfliegenden Objekte sind richtig heftig. Wenn man selbst drunter steht, irgendwo, und da kommt irgendwas angeflogen, dann ärgert man sich natürlich. Aber wenn es wirklich hin und her fetzt und einen Gegner kaputt macht, das ist so lustig. Aufzugsteuerung. Komme ich da lediglich wieder hoch oder kann ich da irgendwas anderes Cooles mitmachen? Mal aktivieren. Oh, das war der Aufzug. Ich dachte, dass hier die mittlere Plattform der Aufzug wäre. Egal, hier ist ja noch einer. Ich hoffe immer, dass man alles, was rot ist, zum Explodieren bringen kann. Ist manchmal nicht so. So, Moment. Da muss ich nochmal ganz kurz gucken. Wo gibt's denn hier noch was? Da hinten ist noch ein Dopplerradar. Ansonsten noch drei Transformatoren. Und hier hinter uns ist doch noch jemand. Ach komm. Bam. Tod durch Schulter. Bam. Okay, hier wieder eine Aufzugsteuerung. Brauchen wir nicht. Euch können wir eigentlich auch ignorieren. Ihr seid mir nicht so wichtig, Leute. So, hier, ihr kriegt eine Granate. Du kriegst ein paar Schuss ab. Oh, da hinten sind noch ein paar Feinde. Nee, 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 nee. Da gehen wir nochmal hier rum. Du verstehst es nicht, oder? Ich wollte dich verschonen. Du bist schwer gepanzert und deswegen musst du auch sterben. Und auch du. Oh, 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 oh. Kurz vorm Tod. Oh, dammit, dammit, dammit. Schnell weg hier. Okay, ganz kurz nochmal die Minimap aufrufen. Wo gibt's denn hier noch ein paar Sachen? Also, ganz kurz.
Blöd ist natürlich auch für einen, dass die Höhe nicht angegeben ist, aber da haben wir es ja. Sauber. Das Objekt in der Mitte ist kaputt und da auf der anderen Seite gibt es noch so ein Doppler-Ding. So ein Doppler-Radar. Ah, und da ist noch ein Transformer. Da ist noch ein Transformer, genau. Ey, das wäre so lustig, wenn es hier wirklich Transformer gäbe. So, und ich sehe schon das letzte Radar. Wow, was war das denn? Jetzt mal immer ruhig, Leute. So. Ich sehe das Objekt zwar, aber ich möchte hier nochmal trotzdem austeilen. Wer war das? Du! Und du! Und du wirst für unseren Sieg sorgen. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Und mit diesem Satz haben wir hier die nächste Festung erobert. CS Komet ist ein Helikopter, den wir freigeschaltet haben. Hoffentlich ein Kampfhubschrauber. Und da oben... und die Informationen von Sino nachgedacht. Das Bavarium könnte nicht nur für Medici verheerend sein. Wir müssen uns treffen. Jetzt. Offenbar und da oben hat die Ravello eine Bavarium-Rakete entwickelt. Hoffentlich funktionieren die Codes von Sino noch. Er hatte einige interessante Bezeichnungen für dich. Nicht sehr sympathisch von ihm. Wir treffen uns an der Basis, Dima. So, jetzt kann ich hoffentlich nochmal reden, aber irgendwie habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, wenn die Charaktere reden, ne? Manchmal Fluch, manchmal Segen. So, und mit dem Helikopter fliegen wir mal kurz hoch und ich probiere mal ganz kurz nochmal was aus, was ich in den Comments gelesen habe. Die Idee finde ich nämlich so genial und ich frage mich, warum ich nicht selbst drauf gekommen bin. Sie betreten die Provinz Plagia. Gute Neuigkeiten für alle Hobbyarchäologen. Der Kontrollturm von Chimaleon ist jetzt eine Touristenattraktion mit historischen Medici-Ruinen. Selbstverbesserung ist das Zauberwort und wir nehmen es ernst. Die Rechte von Promis im Urlaub hingegen weniger. Viva Medici! Die Durchsage wieder mal grandios. So, wir machen es nämlich so. Tut mir leid, verehrte Frau, aber wir brauchen ihr Auto. Und jetzt kommt hoffentlich nichts dazwischen. Oh nein, und der Helikopter. Okay. Wie geil. Oh Mann, Mann, Mann. Okay. Also das ist quasi ein Wurfgeschoss, wenn man damit einfach fliegt und dann irgendwann ein bisschen rumpendelt und dann die Verbindung löst. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal mit dem Flugzeug ausprobieren. Moment, wo ist denn hier der Flugplatz? Flugplatz, wo bist du? Da, da ist er. So, hier nur einen Wegpunkt hinsetzen. Na gut, mit dem Heli kann man das machen. Ich hoffe, die Verbindungen sind jetzt gelöst. Ja, sind sie. Nein, sind sie nicht. Oh Mann, warum steht da das, steht's da denn nicht, dass man die lösen kann? Okay, jetzt habe ich sie gelöst. Sehr gut. Ganz kurz nochmal hier rüberfliegen. Und dann probieren wir dasselbe nochmal. Vielleicht mit einem Helikopter und einem Flugzeug. Ich weiß, das wird gnadenlos schief gehen, aber... man möchte es einfach machen. Das ist der typische Entdeckertrieb. Übrigens, eine Sache kann ich euch empfehlen. Wenn ihr hier unbedingt fliegen wollt, dann bleibt auch auf der Landebahn. Denn wenn ihr diese Dinger hier umfahrt, dann explodiert euer Flugzeug und ihr seid tot. Ja, habe ich ausgetestet. Der Wahnsinn, ne? So, dich positionieren wir erstmal richtig. Oh Mann, 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 Mann. Da steht Viereck links, Kreis rechts, aber... oh, da seht ihr es.
Das Ding hat mir auch mal einen Vorderreifen weggehauen und dann musste ich ja, mit zwei Reifen starten. Ging natürlich nicht, wenn es nur die Hinterreifen sind. So. So bringt man ein Flugzeug auf stylische Art zum Stoppen. Also am Anfang steuert ihr nach links oder nach rechts, indem ihr einfach... Oh nein, da ist ein Baum. Nein, komm schon. Oh Mann, wir haben keine Höhe gewonnen. Verdammt. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Aber ich kann euch jetzt nochmal, wenn wir beim Flugzeug spawnen, zeigen, wie das läuft, wenn ihr da gegen diese Dinger fliegt. Also nicht fliegt, sondern fahrt. Das Blöde ist, es steht da, dass man mit Viereck und Kreis lenkt. Wenn man noch nicht in der Luft ist, macht man es mit dem linken Analogstick. Und erst in der Luft greift das dann mit Viereck und Kreis. Ja gut, das dauert jetzt einen Ticken zu lang, die Ladeanimation. Ich würde sagen, wir schließen einfach die heutige Folge ab mit diesem probierten Stunt. Der Entdeckertrieb ist sehr, sehr groß. Irgendwann haben wir sicher ein Flugzeug, das stark genug ist, um ein Auto damit zu ziehen. Ich hoffe es. Ein Auto ist ja ein bisschen was anderes wiederum als ein Helikopter. Und beim nächsten Mal oder so können wir das ja mal gerne ausprobieren. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ab jetzt, falls ihr euch nochmal fragt, wie der Uploadplan aussieht, ab jetzt kommt jeden Tag um 15 Uhr immer eine Folge Just Cause 3. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch darauf, dass ihr wieder einschaltet. Haut rein!